da wir ja die Form aufrecht halten müssen. So. So. Wenn wir Blutverlust haben oder wenn wir schwache Energie haben, können wir uns auch damit teilen, das sind Blutfiolen. Aber wir haben volle Lebensenergie. So. Wo zum Henker? Ah, so. Und jetzt, als Gestalt, können wir auch über solche Klippen springen. Und können andere Orte noch erreichen. Ganz nützlich. Ja. Bloß ins Wasser sollen wir nicht laufen, weil Wasser schadet uns. Aber dafür kann ich jetzt eine Blutfiole einsammeln. Und die füllt dann unsere Lebensenergie. Jetzt ist es tags, mal wieder. Und da brauche ich wieder Wolfsgestalt. Ey, hopp. Au, au. Das sind die gottverdammten Stacheln. Okay, ich kann also nur hier rüber. Oh nein. Die würde ich nicht unbedingt im Wolfsgestalt besiegen. Weil die machen höllischen Schaden. Ah, Gott. Nein. Ja. Peitsche. Also die sind auch gut gepanzert gegen Magiekarten wie Peitsche. Da kann es sein, dass wir schon ein, zwei Peitschen benötigen. Oder mehrere Peitschenmagie. So. Weil A, die wie gesagt stark gepanzert sind und B, die dann manchmal etwas mehr auf dem Kasten haben. Also später kann es sein, dass man bei einem Gegner so schon zum Teil 5 Peitschen benötigen, um ihn zu besiegen. So. Hier ist einmal blau gewesen. Das war der erste Schalter. Jetzt müssen wir drüben noch den zweiten Schalter aktivieren. Da dürfte es auch blau leuchten. Ja. So, das bedeutet, wir haben das Haupttor geöffnet. Wunderbar. Gibt es hier noch was? Aber meines Wissens nein. So, und da sind wir auch schon wieder am Haupteingang. Puh. So, bevor wir jetzt aber weitergehen... Doch, wir gehen erstmal noch weiter. Jetzt können wir ja hier weiter erkunden. So. Dann hier. 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 Dann gehen wir links hoch. Und sehen... Aha, was ist denn da? Das wird das nächste Haltegebiet sein. Den weichen wir mal aus. Genauso wie das Schild, weil ich glaube, kein will dazu was sagen. So. Einmal Leuchtfeuer aktivieren. Dann können wir als Vampirfledermaus immer wieder hier zurückreißen. Und hier. Ein Geheimnis entdeckt. Bei den Geisterschmieden muss man Vorsicht walten lassen. Die Gespenster und Schatten, die dort hausen, bieten im Austausch für eine kleine Blutmenge Dinge an, von denen ein Sterblicher nur träumen kann. Die Gespensterschmieden schaffen aus verlorenen Seelen Neues. Ja, für eine kleine Menge Blut, das ist ein bisschen übertrieben am Anfang, ist es wirklich nur eine kleine Menge. Aber am Ende des Spielverlaufs, wenn wir, sag mal, 100% Lebensenergie haben, dann kann es sein, dass es uns fast die ganze komplette Blutfiole kostet. Also an Lebensenergie, an Blut. Und ja, das ist nicht unbedingt die feine englische Art. So, aber... Vergieße dein Blut für mich und diese Artefakte sind dein. Stell dir vor, welche Macht du damit innehättest. Ganz genau. Wir haben eine Geisterschmiede ja entdeckt und die hatte die Form von Peitschen. Das bedeutet, wir müssen hier zum Altar gehen und diese nette Figur, die immer die gleiche Synchronstimme hat, wenn wir den Altar ganz komplett betreten, sagt er Folgendes.
Du suchst also hier in der Geisterschmiede Hilfe, Vampir. Das Blut der Toten gegen deine Geheimnisse. Ich werde... Ja, du würdest was. So, sacrifice blood for these objects, Cain. Opferst du Blut für diese Objekte, Cain? Ja. Also wie gesagt, unser... ja, also egal wie voll Lebensenergie wir haben, der Blutstand geht immer so weit runter. Wenn wir das jetzt nochmal machen, würden wir hierbei drauf gehen. Aber wir haben jetzt 18 Peitschen. Das ist genial. So, jetzt will ich aber als Wolfsgestalt raus. Und kehre dann... Oder warte mal, das machen wir anders. Das müsste eigentlich funktionieren. Ja, funktioniert. Ja. So. Und damit ist unser Blut auf sicherem Punkt vollgefüllt. Also das Blut wird immer nur so viel vollgefüllt. So. Jetzt haben wir hier diesen netten Totengräber, der natürlich schon tot ist, als Geist hierher umkehrt. So, komm. Jetzt können wir das blaue Blut trinken. Und rechts die Magie füllt sich voll. Also da müsst ihr dann hingucken. Oder genauer hingucken. So, weshalb ich das gemacht habe, fragt ihr euch. Ich werde jetzt als Wolfsgestalt wieder wechseln und werde mal die Gegend auskundschaften als Wolfsgestalt eben. Ist ganz, ja, was ist ganz nützlich als Wolfsgestalt. Sind wir jetzt draußen? Wenn ja, dann hurra. Wenn nicht, dann doch. So. Jetzt muss ich schauen. Ah, okay. Ist ein kleiner Bug. Der bleibt immer am Leben. Genauso wie die Mörder. Aber jetzt können wir hier rüber. So. Genau. Und hier haben wir unsere Mörder. Können also abkürzen, wenn wir wollen. Und hier können wir noch Grabsteine lesen, die in Runenschrift geschrieben sind. Die kann ich jetzt allerdings nicht alle lesen. Ich kann das echt nicht lesen, die ganzen Runen. Auf einer Fanseite legacyofcain.de und dann auf der Fanseite, da findet ihr die Runenschrift. Und da steht dann auch, da könnt ihr dann entziffern, was das alles bedeutet. Aber ich denke mal, auf den Grabsteinen stehen Verewigung dran von... So, jetzt sind wir hier drüber. Wow, die habe ich komplett vergessen. Zombies und Tode. Und ich bin mir unsicher, ob man die so besiegen kann. Okay, man kann die so besiegen. So, Wolfsgestalt. Ich will die Blutviole. Oh. Oh. Und tschüss. So. Aber ich denke mal, es sind Verewigungen von Crystal Dynamics und Silicon Knights. Die ganzen Mitarbeiter. So, und wir haben hier ein Geheimnis gefunden. Also ich vermute mal. Es hat ja wieder Klack gemacht. Wir haben einige Geheimnisse jetzt gefunden. Wenn es Klack macht. Und genau da wollte ich hin. Boah. Ich hasse Zombies. Die hier sind ja noch leicht zu entsorgen. Aber den ihr Blut würde ich später auch nicht trinken wollen. Weil die vergiften ebenfalls. So. Denn diese Karten beinhalten Folgendes. Eine Mischung aus Tod und Aussaugen soll das Schicksal über den Tod meiner Gegner bestimmen. Genau, das ist so Zufallskarte. Entweder Peitsche. Was gibt's noch? Eiter. Blut aussaugen. Etc. 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 Also da muss man sich einfach überraschen lassen. Die würde ich auch nur im Notfall einsetzen. Also eigentlich alle Magiekarten. Es sei denn, man hat wirklich... Ja, und die Gegner spawnen natürlich wieder. Habe ich auch vergessen hinzuzufügen. So, schauen wir uns mal die Karte an mit L2. Also hier sieht man's. Wir sind hier darüber gesprungen. Können jetzt auch hier rüber, glaube ich. Können hier durch. Und hier waren wir ja gerade, um die um die Zufallskarten zu holen. Und hier ist ja kein Mausoleum. Huch.
Das wollte ich eigentlich eher weniger. So. Dreieck. Fledermausgestalt. Ja, also da können wir jetzt hin. Säulen. Und die zwei. Also nur Säulen können wir oder Exit. Hier vor nach den Säulen. Und das ist ja bei der Geisterschmiede und da gehen wir ja jetzt hin. Zurück. Perfekt. So. Ausgestalt. Dann gucken wir, dass ich noch Nachtholm erreiche. Ach stimmt, ich muss das so lang. Ich wollte schon hier die Klippen runterspringen. Wolf, lass mich in Ruhe. Wir haben einiges erreicht. Würde ich mal sagen. Und für das, dass es kein Let's Play-Projekt ist und nicht blind und dass ich mich dämlich anstelle, muss ich sagen, dass ich doch recht weit gut gekommen bin. Hier am besten einfach durchrennen, es sei denn, man möchte sich wirklich mit denen aufhalten. Wo es hier reingeht, was gibt's denn hier nochmal? In dieser Krypta. Speicher? Ich erinnere mich. Hier kriegen wir einen neuen Zauber. Für Distanzangriffe. Wow, die habe ich vergessen. Aha. Ja, die habe ich komplett vergessen. Ja. Hier kriegen wir einen neuen Zauber. Und zwar Blitze, kann ich schon mal soweit verraten. Und damit können wir aus der Ferne angreifen. Tja. Aber dazu reicht die Zeit nicht mehr, um diesen Zauber zu holen. Deswegen beende ich nun das Old by Gold Projekt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Falls euch das Old by Gold gefallen hat oder die ganzen Videos, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Wird uns alle freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Old by Gold Projekt oder was auch immer ansteht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Das komplette OGM-Team wünsche ich alles Gute. Ciao, bis dann.